Hallo und herzlich willkommen. Wir sind live auf der Kreativa. Ihr seid wieder aus der Pause entlassen. Wir sind das Blabla-Café und ich freue mich jetzt total, dass ich die Ina von Petit Du an meiner Seite habe. Aber nicht nur die alleine, die Ella unterstützt mich auch in diesem Interview, was ich ganz toll finde, denn ihr beiden kennt euch schon. Aber erstmal herzlich willkommen, liebe Ina. Ja, vielen Dank. Schön mal hier live on air zu sein. Ganz ungewohnt für mich. Ja, Ella, ihr beiden, ihr kennt euch so ein bisschen ja. Aus der Nähszene. Aus der Nähszene. Wir haben uns auf ein, zwei Blogger-Events kennengelernt. Wir saßen zusammen in einem Näh-Workshop nebeneinander an der Nähmaschine und haben so ein bisschen aus dem Nähkästchen miteinander geplaudert. Und also ich kann dir sagen, die Ina ist eine ganz nette, die beißt nicht. Du kannst dich entspannen. Also ich bin nur so unter Strom, weil ich jetzt meine Interviews hintereinander wegziehen muss. Es ist gerade alles ein bisschen stressig hinter den Kulissen, das bekommt ihr nicht mit, aber wir versuchen, so entspannt wie möglich rüberzukommen. Wir haben einen entspannten Studiogast, das färbt auf uns ab. Auf jeden Fall, das ist schon mal ganz toll. Ja, meine liebe Ina, du hast jetzt schon heute am Yuki-Stand den ganzen Tag verbracht. Wie ist so dein erster Eindruck, jetzt hier deine Fans im Prinzip ja vor Ort live dabei zu haben? Toll, also es ist echt schön, die Leute mal offline sozusagen zu treffen. Sonst sehe ich in unserer Nähgruppe sehe ich viele Sachen online, aber es ist echt immer was anderes, wenn die Leute direkt zu mir kommen und sagen, Mensch Ina, durch dich habe ich nähen gelernt. Also von daher sind solche Aktionen auch immer tolle Erlebnisse für mich. Schön. Wann hast du denn mit dem Nähen angefangen? Also das ist ja, du bist gelernte Schneiderin und Bekleidungstechnikerin, hast also vielleicht doch irgendwie was in deiner Jugend ein Erlebnis gehabt, wo du sagst, ach, das ist toll, das mache ich mal zu meinem Beruf. War das so ähnlich oder wie war das? Ich habe mir da gar keine großen Gedanken gemacht, aber wie das so ist oder wie das viele machen als junges Mädel, mir die Nähmaschine von meiner Mutter, ich komme ja aus der DDR und dann war das damals diese berühmte Veritas-Maschine, ja, die ich mir genommen habe. Die sind wieder im Kommen übrigens, habe ich gehört, glaube ich. Ja. Naja, natürlich. Egal, genau. Wir machen jetzt bei dir weiter. Und Mutter hat sich jedes Mal hinterher geärgert, weil ich Fadenspannung, alles Mögliche da schön verstellt habe. Keine Ahnung von nichts. Ne? Wofür sind die ganzen Rädchen dann? Okay. Wie alt warst du da? Na, so Teenager. Okay. Ja, auch Taschen, Kuscheltiere, womit man eben so anfängt. Ne? Irgendwie drauf losgemacht, aber es hat mir irgendwie schon Spaß gemacht, so Taschen oder so zu konzipieren oder sich irgendwie so zu überlegen, wie das Ganze dann aussehen kann. Und dann habe ich ja die Ausbildung zur Schneiderin gemacht. Das Handwerk erlernt und dann war der nächste Schritt auch selbstverständlich. Da habe ich dann Bekleidungstechnik studiert, bin also Diplom-Ingenieurin für Bekleidungstechnik. Ja, guck mal, dann haben wir beide was gemeinsam, das bin ich auch. Wie schön. Super. Ja, finde ich auch. Man muss ja immer vielen erklären, was das ja, das ist, kennt kein Mensch. Ja, dann bist du ja Modedesignerin. Genau. Ich versuche das dann immer so zu erklären. Die Bekleidungstechnikerin verhält sich so wie der Bauingenieur zum Architekten. Genau, ne? Das sage ich auch immer, wir machen die Pläne und wir sehen aber zu, dass wir können trotzdem tolle Ideen haben. Ja, und wir können auch so ein bisschen Architekt sein, ne? Also das macht schon Spaß, du machst es ja auch. Du bist jetzt bekannt geworden, ja, durch deine ganzen Online-Tutorials und was war denn der Auslöser, in diese Szene überhaupt einzusteigen? Ja, das war eben in einer Phase, wo ich auf der Suche nach was Neuem war. Ich hatte Erfahrung in der Modebranche gesammelt, habe Qualitätssicherungen für diverse Unternehmen gemacht. Die Produktion fand natürlich hauptsächlich im Ausland statt. Ja. Ich habe mit dem Handwerk an sich nicht mehr viel zu tun gehabt und ja, irgendwann war mir klar, das ist nicht mein Traumjob langfristig, es ist irgendwie nicht mein Fall. Dann habe ich nochmal Medieninformatik studiert. Ja. Und bin aber zeitgleich Mutter geworden und wie das dann eben auch so bei vielen... Ja, da muss man ein bisschen mal zu Hause bleiben, so eine kurzfristige Zeit dann doch, ne? Ja, und dann bin ich so in die Do-it-yourself, in die Internetszene eingetaucht und habe gestaunt und war total begeistert, was es da alles zu entdecken gibt. Also diverse Blogs gab es ja schon 2012, war das ungefähr... Ja, und habe dann eine völlig neue Welt für mich entdeckt und bin da eingetaucht und fand es total spannend und wollte dann da eben auch mitmischen. Und das hast du dann ja auch kräftig gemacht. Ich weiß nicht, Ella, ich glaube, jetzt könntest du nochmal in den vorbereiteten Karten stöbern. Ja, du bist irgendwann einfach aufgetaucht, so in meiner Internetwelt und warst dann einfach da.
und dann bist du auch nicht mehr weggegangen. Und was das Besondere war, also alle haben irgendwie E-Books verkauft, PDFs mit PDF-Anleitungen, geschriebenen Anleitungen, die bebildert waren. Du bist eigentlich von Anfang an direkt mit Videos eingestiegen und hast den Leuten das Nähen direkt per Video erklärt. Wie bist du auf die Idee gekommen? Ja, also genau, 2012 gab es auch schon einige Blogs, da war eigentlich schon gut was los und ja, ich habe überlegt, was kannst du irgendwie noch Besonderes machen, irgendwie dazu, und dann habe ich mit meinem Mann spontan, mit Christian, haben wir am Wohnzimmertisch gesessen und gedacht, Mensch, wir könnten doch Videos drehen, hört sich bescheuert an, aber war irgendwie eine spontane Idee. Und er hat die Kamera rausgeholt. Das Tolle ist eben, dass er auch medienaffin ist, also es war für ihn nicht ungewohnt, da irgendwie was zu drehen. Und dann habe ich mich hingestellt, habe ein bisschen mein Fachwissen preisgegeben über Fadenlauf und Webkante, und irgendwie haben wir beide gemerkt, das macht Laune. Und so wie wahrscheinlich bei dir auch. Auf jeden Fall. Das macht, also ich finde ja, Nähen, ohne Nähen geht es ja gar nicht. Ne? Und wenn man schon einmal so diesen Beruf ergriffen hat und auch noch weitergemacht hat, dann ist es natürlich schon, ja, man kann davon auch nicht mehr loslassen. So sehe ich es auch. Aber es ist ja schon interessant, ne, dass du jetzt ausgerechnet so, obwohl die Szene so groß war, so einen Erfolg hattest. Ja, ich glaube, das war auch das, was du so ein bisschen rausgezogen hast. Das war der klare wolltest. Unterschied. Ja, genau. Ne? Also alle anderen haben E-Books gemacht. Und woran liegt es? Ina kam einfach mit Videos. Und warst du denn die Erste mit Videos, wirklich? Nee, da gibt's noch ältere Urgesteine, also zum Beispiel die Gabriele von Konga Bern, also die da noch länger dabei sind, die kennen sie garantiert. Also da gibt's Leute, die noch länger mit dabei sind. Ja, aber es war halt nicht so professionell. Wir haben das Rad nicht neu erfunden, also eigentlich gab es die Sachen hast schon. Aber du hast den Nerv getroffen. Aber ja, mir war eben von Anfang an wichtig, dass das alles fachlich Hand und Fuß hat. Also es ist auch immer noch so, dass mir die Qualität wichtiger ist als die Quantität. Also genau, das wäre jetzt nicht die Nähprojekte am Fließband raushauen, sondern alles wirklich immer durchdacht und auf den Punkt und in den Videos, auch wenn das, obwohl ich jetzt schon mehrere Shirts zum Beispiel gemacht habe, versuche ich immer in jedem Video irgendwie einen neuen, anderen kleinen Kniff oder so, sei es mal ein V-Ausschnitt, wie man den schön verarbeitet oder so kleine Details, die man vielleicht auch nicht so im Nähbuch direkt findet, aber die man anhand eines Projektes dann, durch so kleine Sachen, durch Bügeln oder so wird das alles so, dass man einfach auch als fortgeschrittene Näherin immer noch was dazulernen kann. Und du hast Erfolg mit deinen Videos, die haben teilweise 160.000 Abonnenten hast du. Das ist ja YouTube. Genau die Abonnenten von dem Kanal. Also ja. Dein Konzept kommt an. Und du hast auch, also am Anfang jetzt, wo du vorhin erzählt hast, wie das angefangen hat, wo habt ihr denn zuallererst gedreht? Naja, tatsächlich zu Hause. Zu Hause. Also jetzt mittlerweile, du hast aber dann relativ ein eigenes Näh- und Filmstudio gehabt. Na, das ist oder? Ja noch relativ frisch, ja. Da haben wir erst, das ist noch nicht mal ein halbes Jahr alt. Also das war dann. Aber es hat vorher schon recht professionell gewirkt. Entschuldigung, ich trete hier einfach mal so auf die Füße. Es hat vorher schon recht professionell gewirkt. War das dein privates Nähstudio, wo die Filme gedreht wurden? Das war bei uns zu Hause im Arbeitszimmer mit der bester Schrankwand im Hintergrund. Wahnsinn. Und mein Glück ist, dass ich einen tollen Partner an meiner Seite habe, Christian, der die Videos dreht und der auch dieselben professionellen Ansprüche hat wie ich. Das und heißt auf Professionalität und dass es alles wirklich richtig gut aussieht, da habt ihr von Anfang an Wert drauf gelegt. Ja. Und das ist vermutlich auch so ein bisschen das Geheimnis, warum eure Videos so schnell so eingeschlagen haben. Ja. Ja. Also zwar irgendwie spontan und aus Lust und Leidenschaft, aber dann doch wieder wohl überlegt und Mensch, wenn dann schon richtig. Und das Tolle ist, Christian, der näht selber nicht, aber wenn der die Sachen filmt, dann achtet der auch darauf, dass er es am Ende versteht. Also gedanklich kann er alle Nähprojekte mittlerweile mitnähen. Seid ihr ein richtig gutes Team. Ist ja immer gut, wenn man jemanden dabei hat, der versucht, das nachzuvollziehen, der eben gerade nicht vom Fach ist. Ja. Also beste Qualitätskontrolle. Deswegen auch Hut ab vor allen Frauen und Bloggerinnen oder YouTuberinnen, die das alleine stemmen, habe ich wirklich großen Respekt davor. Also da steckt was dahinter. Ich habe das Glück, dass ich die Hälfte davon abgeben kann.
Wahnsinn, ja. Ich kann mich ganz oft auf den fachlichen Kram konzentrieren, auf die Nähdetails. Das ist ja auch ganz wichtig, wenn ich jetzt nochmal das nochmal an mich bringen darf, das Gespräch. Ich war jetzt am Yuki-Stand gestern oder vorgestern schon und die sagten, ja, die Petit-Du-Schnitte sind schon 3 Schnittmuster komplett weg. Also es kann jetzt dann nicht nur an den Videos liegen, die ihr so toll produziert, sondern auch an dem, was du da machst. Also du hast ja schon einen Nerv mit deinen Schnitten getroffen. Worauf legst du Wert bei deinen Schnitten? Ja, auf jeden Fall sind die Schnitte alltagstauglich. Ja. Also du kannst sie nähen und sofort anziehen, musst nicht noch auf ein passendes Event warten, wo du dann dein edles Stück irgendwie ausführen kannst. Machen wir vielleicht auch mal, aber sie sind alltagstauglich und ja, das... Vielleicht ist das auch, glaube ich, der Erfolg, dass du die Schnitte, die sind ja relativ einfach. Ich meine, wir beide kommen jetzt aus der Schnitttechnik. Ich will das jetzt nicht niedermachen, das ist ganz toll. Du hast tolle Schnitte, aber das ist für Hobbyschneiderinnen ganz gut geeignet. Du hast damit, glaube ich, einen guten Nerv getroffen, zu sagen, ich habe hier einen Schnitt, ich habe eine Vorgabe, ich habe diese Stoffempfehlung für euch und näht das doch einfach mal nach. Und am Ende des Tages kann man auch als Mutti, Hausfrau, Hobbynäherin auch ein schönes Teil in den Händen halten. Jeder kann nähen, genau, das ist die Devise. Und zu Beginn habe ich auch gedacht, Mensch, eigentlich ist alles schon da. Es gibt schon alle Schnitte, also Schnittmuster. Sowohl in der Modebranche ist es ja so, es war alles schon mal da. Ja, also das stimmt. T-Shirts, Hosen, es gibt alles. Und Schnittmuster gibt es auch schon alles. Und wenn wir mittlerweile einen neuen Schnitt veröffentlichen und dann die Leute fragen, naja, und wann macht er, dann kommen schon mal die Nachfragen nach den nächsten Schnittmustern. Ja. Ich dann mal denke, Mensch, gibt es auch einfach bei Google ein, aber nein, die Leute wollen das dann von Petit Du, von uns haben. Ja. Und ja, das ist, glaube ich, auch eine Sache, dass ich versuche trotzdem immer die gesamte Bandbreite abzudecken, sowohl zwischendurch mal wieder einfache Projekte für Einsteiger zu machen, als auch dann ein bisschen, ja, die ersten Klamotten. Wir haben ja zum Beispiel unser Ella-Schnittmuster. Woher das wohl dieses kommt? Dieses Jersey-Kleid, mit dem du komplett angezogen bist. Und das ist eigentlich ein ganz simpler Schnitt, aber es ist aus Jersey, also das ist ja auch noch das Tolle, dass in Deutschland alle so Jersey-Näh-verrückt sind. Ja, ne? Das ist schon das ist eigentlich sehr, das ist wahnsinnig variantenreich, wenn ich kurz dazwischen bringe. Ja, also wenn man das so guckt, was die Leute aus diesem Schnittmuster alles nähen, da gibt es die abgefahrensten Spitzenkleider, Petticoats, Hochzeitskleider, es ist der Wahnsinn. Ja. Also wenn man sich in dieser Gruppe es gibt Leute, die nähen sich 15 Ellas und alle sehen unterschiedlich aus, ja, nach dem gleichen Schnittmuster, es ist aber der Wahnsinn. Aber ich glaube, die Gruppe, die ist ja eh zu, ne? Da kommt man ja so schnell einfach nicht mehr rein. Ich bin noch drin. Ne? Du bist noch drin. Ich bin noch drin. Sie nicht? Nicht zu. Die ist offen, ja, dann mach jetzt Werbung für deine Nähgruppe. Braucht okay. sie nicht, hat sie nicht nötig. Doch, wir wollen ja die 100.000 Mitglieder, müssen wir noch so knacken. So, also dann schön in die Kamera und sag, die 100.000 Mitglieder wollen jetzt nach der Kreative aber geknackt werden. Ja. Weil ich glaube, das schaffst du vielleicht. Ich habe noch einen Gruß von Jeanette aus Ostfriesland, die ist über deinen Hoodie-Schnitt daran gekommen. Die habe ich nämlich so getroffen, habe gefragt, warum, sie wühlte da bei den Schnitten. Und ich so, ja, warum ausgerechnet Petit Du? Die macht das so toll und einfach und es macht einfach Spaß, da mitzunähen. Aber, also, da bin ich ja natürlich sofort angesprungen und habe gesagt, wie aber? Ja, aber ich soll den schönen Gruß bestellen, du musst noch mal ein Video drehen über das Ösen einschlagen. Also das hat sie nicht verstanden, dass man da vorher erst das Loch reinmachen muss. Das hast du nicht ausführlich genug erklärt. Entschuldigung für die kleine Kritik von meiner Seite an dieser Stelle. Aber mit einem kleinen Augenzwinkern, also dreh noch mal, also dass man die Öse vorher ausschneiden muss. Das hatte sie nicht so ganz mitgekriegt. Kann aber auch sein, hat sie gesagt, dass ich es übersehen habe. Naja, mittlerweile, ich verweise dann manchmal gern auf andere Videos, die wir schon gemacht haben. Es gibt ein anderes Video dazu, wo ich das ausführlicher zeige und dann, okay, weil sonst wir haben gemerkt, dass es gut ist, wenn die Videos nicht allzu ewig lang sind. Irgendwie muss das Loch da ja rein. Ja, genau. Ne? Okay, aber an dieser Stelle, liebe Jeanette, also es gibt wahrscheinlich schon ein Video, du musst ein bisschen kramen. Ja. Ich glaube, Ella, ich übergebe mal wieder an dich. Genau, du hast vorhin schon angesprochen, dass du jetzt seit einem halben Jahr ein richtiges Studio hast, in dem du deine Videos produzierst. Das ist ja schon mal ein ganz schöner Schritt nach vorne. Ich nehme an, ihr habt das angemietet irgendwo. Ja. Ihr habt das angemietet, ihr habt Technik gekauft dafür, Ausstattung, Dekoration. Da steckt man schon ganz schön was rein. Du hast auf deiner Facebook-Seite nach Semesterpraktikanten gesucht, als Verstärkung für dein Team. Hättest du dir jemals träumen lassen, was du für einen Erfolg hast mit Petit Du? Niemals. Also denkst du manchmal, du träumst noch? Ja, ja, auf jeden Fall. Gerade wenn ich an so einem Tag wie heute hier bin und hier so eine Aktion mache, es ist wirklich unfassbar. Nein, hätte ich niemals gedacht. Aber das Tolle ist eben wirklich, dass alles so Step by Step gewachsen ist. Wir hatten keinen großen Masterplan oder so, sondern es ist alles gewachsen aufgrund der Leidenschaft, ne, dem Herzblut. Einfach,
nicht mit irgendwelchen Investorengeldern oder so. Nee. Wir haben uns das alles selber Schritt für Schritt erarbeitet. Aber wir haben eben nicht zu Beginn auch gesagt, oh, wir machen jetzt Nähvideos und dann müssen wir uns erstmal ein Studio bauen oder... Nee, wir haben erstmal so losgelegt und dann hat sich das weiterentwickelt und so. Dreh- und Angelpunkt war immer die Qualität von allem. Ne? Ja. Hast du einfach gesagt, es gibt schon so viel und so viel, was alles gleich ist, das muss sich irgendwie abheben. Hat offensichtlich gut funktioniert. Und Qualität scheint sich dann auch durchzusetzen, genau. Du hast gerade noch darüber gesprochen, dass ihr oder das Repertoire irgendwie noch erweitern wollt von diesen einfachen Jersey-Teilen. Ich habe noch mal ein bisschen in den Kommentaren natürlich gestöbert. Der Hosenschnitt, ne? Ja. Unter Bekleidungstechnikern gern genommen. Ja, die Hose, ja. Das gruselige Projekt, ne? Ja. Was dann ein Schnitt für alle geht ja nicht. Ja, das ist es ja, ne? Ja, das ist es. Ist das auch mal geplant, dass es dann doch so ein bisschen weg von diesen einfachen Schnitten geht? Doch, und dann natürlich. Mal, weil ganz viele schreien ja nach Hosen, weil Frauenfigur plus Hose, das ist ja immer so ein Teil, da kann man sich ganz lange dran auslassen. Das ist es eben, ne? Mit einem Shirt. Ich meine, irgendwann muss man ja auch so ein bisschen betriebswirtschaftlich denken, so unromantisch das ist, ne? Aber ja, mittlerweile sind wir ja ein Team. Wir haben einige Mitarbeiter und da muss man auch gucken, dass es weitergeht und mit einem Shirt-Schnittmuster kannst du natürlich viel mehr Leute erreichen. Sofort glücklich machen, ohne dass was angepasst und geändert werden muss, als mit einem Hosenschnitt. Das ist leider so, aber wir sind dabei, wir wollen da was machen. Das Ding braucht Weile. Ja, das braucht auch Weile, weil das ist, glaube ich, nochmal eine tolle Herausforderung. Das muss halt dann mit so einem Komplettpaket sein, wo man dann, wo wir auch zeigen, wie man das anpassen kann und so weiter. Man kommt bei einer Hose einfach nicht drum herum, sich ein Probeteil zu nehmen. Ja, das Probeteil, das berüchtigte Probeteil, am besten noch aus Nessel und damit auch gar nichts irgendwie, damit man das alles, oh, schrecklich, ich erinnere mich an alte Zeiten. Am besten aus dem gleichen Stoff dann noch, ne? Ja, das macht ganz Spaß. So eine Sache, wovor einfach auch viele Hobby-Näherinnen total zurückschrecken, weil das wird dann Arbeit. Also ich habe letzten Sommer angefangen, mir Kleider zu nähen, auch aus Webware, wo man das Gleiche machen muss. Man muss die Schnitte anpassen, es geht nicht anders. Das heißt, du musst das vornähen und das ist natürlich dann, wo viele echt denken, so, das hast du natürlich bei Jersey alles nicht. Und das ist auch, das berücksichtigst du auch, wenn du deine Schnitte, also du willst sozusagen so wenig Unglück wie möglich verbreiten und so wenig Reklamationen sozusagen, Beschwerden hören auf deine Schnitte. Das ist natürlich nicht unbedingt die Beschwerden bei mir, aber dass die Leute natürlich dann schon zufrieden sind. Sie sollen schon ein Ergebnis haben, mit dem sie glücklich sein können. Ne? Aber wir haben ja dann auch viele Nachfragen zum Beispiel bekommen nach einer Softshell-Jacke. Ja. Und dagegen habe ich zuerst auch gedacht, ist vielleicht auch nicht ein Projekt, was ich vielleicht unbedingt für mich selber nehmen würde, weil es ist einfach aufwendig. Es ist auch nicht so einfach. Aber wir bekamen wirklich viele Nachfragen danach und dann haben wir das gemacht. War natürlich für uns auch ein größeres Projekt. Das Video ist dann auch über eine Stunde lang. Ja. Aber das ist, kommt super gut an und die Leute schreiben zwar immer in der Facebook-Gruppe, oh Mann, hat mich das Nerven gekostet. Aber ich bin total froh und hab's geschafft. Das ist dann wie so das nächste Näh-Level erreichen, wieder eine Hürde geschafft. Ja. Und das ist natürlich dann auch super toll. Liest du bei den ganzen Followern die Facebook-Post wirklich von vorne bis hinten noch selbst? Ich schaffe das natürlich nicht mehr alles zu scannen, muss ich zugeben, klar. Also ab und zu scroll ich das mal durch und... aber dein Team macht das so, dass... Aber dass wir haben in unserer Facebook-Gruppe zum Glück mit der Zeit haben wir mehrere Admins akquiriert, die dann da auch für Ordnung sorgen, das filtern und das dann nicht weitertragen. Genau, die mir dann auch Feedback geben, genau. Und in unserem Team an sich im Büro sind auch... die Mädels gucken da auch selber schon immer so, dass... Also wenn die Fans dir was schreiben, kommt es dann doch bei dir an. Ja. Gut vorsortiert. Ja, wunderbar. Wie viel Zeit hast du denn noch für dich selbst zu nähen und wie viel selbstgenähte Kleidung trägst du tatsächlich selber? Also Zeit zum Selbernähen ist tatsächlich weniger da, als man denkt. Ja, also man hat keine Zeit mehr zum Selbernähen. Du nähst natürlich deine neuen Schnitteprobe, nehme ich an. Ja, klar, für die Videos, um das dann auch wenigstens die Sachen, die ich im Video nähe. Ich erinnere mich an das letzte Blogger-Treffen, wo wir uns gesehen haben. Da war gerade dieser Hoodie frisch draußen mit dieser Steignaht und den hast du auch angehabt. Ja, und du hattest diese schwarze Leggings an, diese Biker-Leggings. Ja. Und da sah das tatsächlich so aus, als würdest du privat überwiegend in deinen selbstgenähten Kleidungsstücken rumlaufen. Kommt das hin oder? So teils. Also ich gehe auch gerne shoppen, muss ich zugeben. Ja, also auch schön. So eine gute Mischung aus beidem. Das ist gut. Jetzt ist das so, Nähen ist ja so ein Trend geworden mittlerweile und ein Riesenboom und
Ich habe jetzt selber meinen Kindern zu Weihnachten eine Kindernähmaschine geschenkt und die sind auch total heiß drauf. Mein Sohn möchte sich jetzt gleich einen ersten Pulli nähen. Bin mal gespannt, wie das so funktioniert. Kann man gleich mit den großen Sachen beginnen. Ja, wir haben mal angefangen mit so ein paar Anfängerstücken, aber die sind da auch einfach echt fit. Und jetzt hat er sich selber einen Pulli entworfen. Also haben wir extra verschiedene Oktober-Zeitschriften durchgewühlt und hat sich, glaube ich, aus 3 verschiedenen Pullovern seinen Wunschpullover. Jetzt muss ich das alles irgendwie, dass es zueinander passt. Naja. Ella, das schaffst du. Ja, mit deiner Hilfe schaffe ich das. Du bist ja hier, wie heißt das? Bekleidungstechnikerin. Ja, genau. Stoffbauingenieurin. Du hast auch eine Tochter, die ist, glaube ich, sogar etwa im Alter von meinem ältesten Sohn. Wie alt ist deine 8. Tochter? 8, ne? Mein Sohn ist 9. Hat die das Nähen auch schon für sich entdeckt? Ja, die ist so der ungeduldige Typ, ne? Wenn es denn nicht gleich so richtig vorangeht, dann ist die Maschine schuld. Dann muss ich das auch zu Ende nähen. Also, okay. Ja, hält sich eher so in Grenzen. Die ist eher so eine Kritzeltante. So eine Kritzeltante. Vielleicht wird das dann die Designerin bei dir demnächst. Na, also wer der weiß, Nachwuchs wer ist weiß, dann da. Ne? Also, das heißt, sie kritzelt die Teile fertig und genau. Die Mama macht dann das passende Projekt daraus und das Video dafür. Das ist ja eh das Schönste, wenn man dann was fürs Kind nähen kann und die sich dann drüber freut. Auf jeden Hast Fall. Hast du eigentlich Zeit gehabt, schon selber so ein bisschen über die Kreativer zu stöbern oder eher nicht so? Kaum. Außerdem ist mir das Angebot viel zu groß, es gibt so viel. Also man weiß nicht, wohin man gucken soll, ne? Ja. Woher gewinnst du denn deine Inspiration für neue Schnittmuster? Kommt das aus den Wünschen deiner Fans, deiner Facebook-Gruppe heraus? Auch, bunte Mischung. Also wie zum Beispiel mit der Softshare-Jacke waren es halt immer wieder Nachfragen. Aber ansonsten so Shirts sind Sachen, die ich vielleicht so auch mal sehe, klar irgendwie im Laden oder was ich sage, ach Mensch, da könnte man vielleicht den Ausschnitt irgendwie übernehmen. Aber das kann ich auch noch schöner. So ungefähr. Ja, genau. Das würde mir jetzt richtig gut gefallen, wenn. Ja, und wenn man da noch andere Varianten dazu packen kann, das mag ich eh am liebsten, wenn man irgendwie so einen einfachen Schnitt hat, wo man auch so ein paar Details dran und drum machen kann. Das mag ich an deinen Schnitten auch so. Du hast ja auch so ein ganz spezielles Baukastensystem bei deinen Schnitten, wo man sich irgendwie nicht nur einfach den einen Schnitt runterlädt, sondern man sucht sich aus, möchte ich das Kleid Ella jetzt mit langen Ärmeln, mit kurzen Ärmeln haben, in lang oder in kurz, mit Zwischenteil oder ohne und mit welchem Ausschnitt und kann sich dann schon beim Kauf sein Schnittmuster quasi selber zusammenstellen. Wo habt ihr diese Software her? Habt ihr die selber irgendwie zusammengeschustert? Ja, das war so die Ursprungsidee, die ich schon hatte, bevor ich mit dem Blog losgelegt habe, dass ich, nachdem ich mir alles angeschaut habe, was es so in der Nähszene im Internet gibt, ich dachte, Mensch, wäre doch toll, wenn man sich so einen Schnitt irgendwie selber zusammenbauen könnte. Aber inzwischen muss ich sagen, haben wir die aktuellen Schnitte, bestehen nicht mehr aus diesen Varianten, die man sich zusammenstellen kann, sondern man bekommt immer ein komplett mit allem Paket, weil wir gemerkt haben, die Leute wollen am Ende doch alles haben. Ich glaube, das ist sehr schwierig, dieses Baukastensystem so ein bisschen zu übertragen auf den Hobbybereich, oder? Naja, und am Ende musst du ja im Shop auch dir die einzelnen Varianten genau anschauen. Und die Leute sind eben faul. Ja, die wollen am liebsten alles per Video haben, die wollen am liebsten nur Papierschnittmuster haben und durch den Shop irgendwie durchklicken, dann ist es dann besser, 3 einzelne verschiedene Ella-Kleider zu haben, als dass man, Also du bleibst weiterhin der Trendsetter und machst so ein bisschen, veränderst das lieber selber und stellst das dann vor und die Leute sagen, das trifft genau meinen Geschmack und ich glaube, das ist auch das, was du super gut verkörperst und was du toll machst und deine ganze Erscheinung gibt das ja auch wieder, ne? Du stehst hinter deinen Produkten, was glaube ich total wichtig ist. Also ich bin jetzt soweit durch mit den Fragen. Hast du dich wieder beruhigt? Ja, ich habe mich sowieso total beruhigt, aber nein, alles gut, wir hatten ein bisschen Timing-Probleme. Neben Ina kann man einfach nur gute Laune kriegen. Alles das ist einfach jedes Mal so. Okay, ja, also wenn wir jetzt nichts mehr haben, würde ich sagen, wir bedanken uns. Ich bedanke mich sehr, es war mir eine große Freude, dich interviewen zu dürfen, danke, Ina. Auf jeden Fall. Ja. Wir müssen gleich noch ein Foto machen, meine Liebe. Okay, Ina, schön, dass du da warst. Und weiterhin viel Erfolg. Danke auch. Tschüss. Ciao.